Hallo Leute, es ist ja momentan unglaublich, was auf meinem Kanal passiert. Damit hätte ich ja niemals gerechnet. Allein die letzten 30 Tage habe ich 600 neue Abonnenten dazu gewonnen. Also ich sage mal an alle herzlich willkommen und vielen Dank fürs Abo. Und über 45.000 Klicks auf meine Videos. Das sind Zahlen, die hätte ich mir vor 3-4 Monaten überhaupt so nie vorstellen können. Vor einem Monat noch nicht. Ich habe gerade vor bis über einem Monat mein 1000 Abo-Special gemacht. Und dachte mir damals, ach, bei 1500 machst du das nächste. Ging aber so schnell, ich kam gar nicht dazu, jetzt sind wir schon bei 1800. Falls euch übrigens schon aufgefallen ist, dass auf die Kanäle wird alles nur in 100er Schritte angezeigt. Das heißt nicht, dass euer Lieblings-YouTuber plötzlich irgendwas verloren hat, sondern YouTube zeigt es jetzt nur in 100er oder bei größeren 1000er Schritten an. Warum, weiß kein Mensch, mein YouTuber haben wir schon beschwert, aber bis jetzt haben sie das nicht rückgängig gemacht. Naja, warum auch immer, spielt auch keine Rolle. Gut, was ist auf meinem Kanal zum Erwarten? Also wie bis jetzt mache ich immer am Freitag um 13 Uhr, kommt eigentlich so das Hauptvideo, wo es um meine Themen geht, die eben meinen Kanal betreffen, gehen wir gleich drauf. Und wenn ich eben Zeit habe, dann kommt so wie heute am Dienstag um 13 Uhr ebenfalls nochmal so ein Zwischenvideo, nenne ich das immer, wo es mir um kleinere Touren geht, wo ich auch mal Sachen experimentiere, zum Beispiel so dieses Kommentarvideos, was ich in letzter Zeit gemacht habe, zwei Stück, die kamen ja gerade von den Kommentaren super an. Also es werde ich wahrscheinlich weiterführen, weil es war echt toll, mit euch zu diskutieren. Alles auf freundlich fairer Basis, auch wenn mancher dabei war, der nicht meiner Meinung war. War aber cool, mit denen zu diskutieren, weil so erkenne ich auch mal den Standard, warum denkt der andere so. Ist also für mich hochinteressant. Und ich führe viele Diskussionen auf mit meinen Zuschauern, also unten in die Kommentare, und ich finde das recht toll, weil ich dann immer wieder feststelle, wo hakt es noch, wo haben noch Wissenslücken und. Und so entstehen dann teilweise neue Videos. Und das finde ich recht cool. Ich kriege manches E-Mail vom Abonnenten. Auch da haben oft neue Ideen mit dabei. Ich tausche mich mit anderen YouTuber aus. Und auch auf Facebook Foren bin ich öfters mal unterwegs. Also in Facebook-Gruppen oder auf Foren irgendwo. Und da kriege ich relativ viele Ideen. Weil einfach, wenn diese Frage kommt, denke ich mir, vielleicht hat nicht nur der die Frage, sondern es haben mehrere Leute die Frage. Und was euch jetzt erwartet bei mir, so in nächster Zeit, das zeige ich euch jetzt. Was erwartet euch denn in nächster Zeit auf meinem Kanal? Es ist so, ich habe also, glaube ich, so irgendwie eine Liste von 25 Videos, die ich demnächst machen möchte. Also mir geht so schnell nichts aus. Und oftmals ergibt sich einfach spontan irgendwas aus irgendeiner Diskussion oder sonstige Geschichten. Zum Beispiel diese BBK-Broschüre, die schiebe ich ja schon ewig auf. Habe mir gedacht, interessiert keinen Menschen, gibt schon Videos drüber, hat doch jeder zu Hause. Ja, Pustekuchen. Von den letzten 10 Videos, die ist bis jetzt am besten gestartet ist. Also scheint euch dieses Thema doch hoch zu interessieren. Und da wird es einen zweiten Teil dazu geben, und zwar, da gibt es ja diese Checkliste dazu, und ich will euch mal zeigen, wie ich diese Checkliste umgesetzt habe, so Ideen, Tipps, wie ihr das vielleicht für euch auch nutzen könnt, weil ich finde die Checkliste echt gut. Also gerade wer sagt, ich möchte für 10, 14 Tage mal den Grundvorrat haben, da ist eigentlich alles Wichtige drauf. Ein paar Sachen fehlen nur, aber die ergänze ich dann dementsprechend noch. Dann natürlich mein Klassiker Blackout-Videos. Da habe ich jetzt festgestellt, dass es viele Leute gibt, die einfach meinen, es gab vor kurzem so einen Kommentar, da hieß, naja, wenn das Kraftwerk kaputt ist, dann richtet man das in 2 Tagen wieder her, dann schaltet man Strom wieder ein. Ist es denn so einfach? Leider definitiv nicht. Schwarzstadt ist ganz schwierig, es gibt da nur wenige Kraftwerke in Deutschland, 120, die überhaupt Schwarzstadt fähig haben, und dann müssen dort Netze aufgebaut haben, die müssen synchronisiert werden, das ist mordskompliziert, und das werde ich in diesem Video versuchen, verständlicher zu erklären, warum das eben auch mal 14 Tage dauern kann. Was haben wir denn noch? Interview. Ich habe schon seit längerem ein Interview mit Andi geplant, und der Andi ist quasi berät professionell, ja, jetzt habe ich noch, bin ich noch, Webs auch noch da, professionell Firmen zum Thema Zappelstrom, erneuerbare Energien und. Da werden wir ein Interview machen, weil das mit Sicherheit hochinteressant ist, was uns der erzählen kann. Also Andi, jetzt wird es Zeit für einen Termin. Gear-Reviews natürlich. Zum Beispiel am Freitag kommt der, jetzt gehst du jetzt weg, ein Video über meinen neuen Schlafsack, das habe ich jetzt gerade dort hinten abgedreht. Ich habe noch viele andere Produkte, zum Beispiel hier dieses Messer von der Firma Highlander. Manch einer wundert sich jetzt vielleicht, warum ich zurzeit so viele Gear-Reviews mache. Das liegt ganz einfach daran, ich war auf der ISPO
Und ich war so schlau und habe mir vorher quasi ausgesagt, welche Produkte hätte ich denn gern für mich selbst. Und wenn ich hier so ein Produkt aussuche, das ist ein Mordsaufwand. Also ich mache das hobbymäßig, ich lese dann Reviews, ich schaue mir YouTube-Videos drüber und entscheide dann für mich, okay, dieses Produkt will ich haben, habe dazu eine Excel-Tabelle erstellt und bin mit der losmarschiert und bin dann von Firma zu Firma und ich hätte hier nie gedacht und fast jede Firma hat sich darauf einlassen und hat mir dann was zugeschickt. Drum kommt momentan so viel geballt auf einmal, aber macht ja nichts, sind ja immer interessante Produkte, die ja schließlich für euch auch gut haben, die immer so im Low-Budget-Bereich sich bewegen und ja. Also auch dort kommt noch einiges. Dann natürlich Thema Low Budget Outdoor, Bushcraft, Life Hacks und Survival Skills. Da will ich mich noch stark verbessern. Da habe ich noch einiges an Ideen draußen, die ich jetzt im Sommer noch umsetzen will. Wo man einfach mal sagt, wie überlebe ich mal wirklich, wenn ich mal draußen irgendwo mich verirrt habe oder sonst was, nur mit meinem normalen Tagesgepäck, wie überlebe ich da draußen? Was fehlt mir noch? Also das sind Sachen, die will ich für mich selber ausprobieren und da nehme ich natürlich mit. Es wird demnächst Thema Rucksack zum Beispiel mal geben. Wie finde ich den richtigen Rucksack? Was ist für mich der optimale Rucksack? Wie stelle ich den richtig ein? Wie packe ich den richtig? Alles, was es darüber zu wissen gibt. Ja, die Miri sagt immer, ich bin so ein Rucksack-Junkie. Ich glaube, ich habe 12 Rucksäcke daheim. Für jeden Zweck einen. Ja, genau. Oh ja, ich gehe demnächst, zumindest ist es so ausgemacht, mit einer sehr bekannten großen YouTube, Outdoor-YouTuberin raus. Da freue ich mich richtig drauf, weil da kann ich nämlich mal was lernen dabei. Wer das ist, kriegt ihr ja mit, wenn ihr ja dabei bleibt. Überleben im Wald, da gehört auch für mich dazu. Ich möchte, das haben wir jetzt auch zeitlich noch nicht geschafft mit Martin, und zwar mit dem ich im Winter dieses Video gemacht habe, wie kann man sich im Winter draußen im Wald ernähren. Und der ist ja Landschaftsgärtner, der hat seine eigene Firma und der kennt sich natürlich mit Pflanzen top aus. Also Martin, wir müssen jetzt dann einmal einen Termin finden, da wo man einfach mal zeigt, was kann ich denn draußen so alles essen. Weil jetzt mal, wenn ich mit dem unterwegs bin, dann esse ich Sachen, die ich vorher nie gedacht hätte. Also das ist hochinteressant immer, darum freue ich mich da immer auf diese, wenn wir da rausgehen, weil da lerne ich richtig was. Oh ja, der nächste Martin von MB Survival, der wird mich persönlich besuchen. Da werden wir dann auch ein Video dazu machen und euch ein paar seiner neuen Produkte vorstellen, die er im Shop hat, weil der wird ja gerade richtig aufgebaut, sein Shop. Also schaut mal vorbei, mb-survival.de, Link gebe ich euch einfach unten. Und der kommt persönlich zum Ende des Monats mal bei mir vorbei und dann machen wir ein schönes Video. Dann lernst du nämlich einmal persönlich kennen. Kommentiervideos. Ich habe schon das nächste fertig, das hätte eigentlich heute kommen sollen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich das überhaupt senden darf. Es geht um das Thema Meinungsfreiheit. Und es ist mittlerweile so, dass wir nicht mehr die Meinungsfreiheit haben, über die Meinungsfreiheit meinungsfrei zu sprechen. Ich habe in letzter Zeit erlebt, dass viele, dass auf meinem Kanal einfach Kommentare gelöscht wurden von YouTube. Nicht von mir, nicht von den Leuten, sondern von YouTube. Wir haben das also einmal getestet. Der hat viermal den gleichen Kommentar eingegeben und viermal wurde er von YouTube gelöscht. Also heftig. Also, liebe Leute, es ist viel geboten. Es kommt noch einiges dazu. Ich habe noch viele Ideen. Also nicht vergessen, Glocke abonnieren und dann kriegt sich das auch alles mit. Genau, nicht nur Abo machen, sondern bitte auch die Glocke, weil beim Abo kriege ich nicht mehr automatisch mit, wenn jemand was hochlädt, was vielleicht jetzt nicht meins ist. Wenn ihr eine Glocke habt, dann kriege ich eine Nachricht drüber. So Leute, ihr habt es ja mitgekriegt, dass ich mittlerweile meinen Kanal monetarisiert habe. Das heißt, jetzt wird Werbung geschalten. Das Geld, was ich da einnehme, das gilt genauso für die Affiliate-Links oder wie das Zeug heißt von Amazon, die ihr immer seht, gehen 1:1 in einen Topf. Mit dem ich den Kanal, also wo mein Kanal damit unterstützt wird. Damit kaufe ich mir zum Beispiel neue Ausrüstung, die ich vorstelle, beziehungsweise mein nächstes Projekt wird etwas größer, wird dann nur ein bisschen dauern leider. Ich brauche einen Laptop. Der Laptop, den ich momentan zum Schneiden verwende, das ist ein Office-Laptop, der 6 oder 7 Jahre alt ist. Und ich kann mir quasi die Sachen, die ich so zusammengeschnitten habe, gar nicht anschauen. Ich muss den dann zuerst rendern lassen, das dauert teilweise 2 Stunden. Dann kann ich mir das Video anschauen und kann irgendwelche Sachen verbessern. Dann muss ich es wieder rendern lassen und schauen, ob das so passt. Das ist natürlich mordsaufwendig, dauert sehr lange und ja, ist natürlich nicht so gut.
Wer aber so gerne meinen Kanal unterstützt und sowieso bei Amazon bestellt, der hat es mir doch einfach den Gefallen und der hat es vor einer Amazon-Bestellung einmal bei irgendeinem Video von mir, haben immer unten so Amazon-Links. Einfach auf irgendeinen klicken, das spielt keine Rolle, wenn ihr dann innerhalb von 24 Stunden bestellt, kostet euch das keinen Cent und mir bringt es ein paar Cent, aber die Masse macht es einfach. Man, über so 30, letzten Monat waren es 22 Euro, anderes Monat waren es mal 50 Euro, kommen da zusammen und das kommt alles in diesen Topf rein, von dem man dann eben zum Beispiel einen neuen Laptop kaufen möchte, damit eben das schneller geht und damit ich halt zum Beispiel auch meine Videos nicht nur in HD, sondern in Full HD machen könnte. Meine Kamera ist 4K-fähig, aber mein Laptop schafft HD gerade mal nur so. Naja, war nie für das ausgelegt, ist ein reiner Business, also reiner Office-Laptop. Ja. Wer mich darüber hinaus unterstützen möchte, ich habe auch PayPal.me eingerichtet. Hier übrigens vielen Dank, ich bin heute Morgen aufgewacht und dann lese ich eine Nachricht, die mich sehr gefreut hat. Also da, ja, ich sage jetzt einfach mal Ciao, hat mir zum Beispiel gestern 22 € per PayPal.me überwiesen. Ich sage vielen Dank, hat mich echt sehr gefreut. Also da geht der Sonntag gleich mal richtig schön an. Also kann es nur ein schöner Tag werden und damit könnt ihr das Projekt neuer Laptop und dementsprechend andere Qualität in die Videos mit unterstützen, wenn es gefreut. Gut, das war's von mir. Wer im Übrigen Ideen für Videos hat, haut es mir doch unten bitte in die Kommentare rein oder schreibt es mir per E-Mail. Unter Kanalinfo findet ihr meine E-Mail, weil so komme ich zu den besten Ideen, weil dann weiß ich, was interessiert euch da draußen. Ich weiß ja, was mich interessiert, aber was interessiert euch da draußen? Und dementsprechend habe ich schon viele Videos genau nach dem gemacht. Gut, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage vielen Dank für die ganz vielen Abos und die ganz vielen Klicks. Freut mich wirklich ganz unglaublich. Und sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch, euer Stefan von Outdoor Chiemgau.